zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Fifth Day. Und ich packe direkt mal hier mein Tablet aus, um zu gucken, ob hier jemand ist. So. Okay, niemand. Dann kann ich mal eben hier die Stadt durchforsten, weil ich brauche ja immer noch Circuit Boards. Und da oben lag gerade irgendwas. Weißt du, tausende von Munis, finde ich. Aber brauchen tue ich die nicht so richtig bisher. Was hat hier? Ah, wieder Muni. Ich brauche Circuit Boards. Alter, ey, dass es hier aber auch kaum welche gibt. Ne, das ist echt schlimm. So, schauen wir doch mal hier rein. Wo ist der Eingang? Hier nicht. Da vorne ist er. Da war irgendwas Blaues drin. Hier ist er, der Eingang. So. Ein Buch. Noch ein Magazin. Nehmen wir einfach mal mit. Ich werde immer schwerer, so die ganzen Magazine, die ich mit mir rumschleppe. Oh, oh. Ich will auch hier raus. Höp, springen wir mal. Gehe ich hier außen rum. Schau mal eben hier rein. Da war der Eingang hier, ne? Ja. Okay, sind hier welche jetzt? Nein, noch nicht. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, ne? So. Aua, aua, aua. Okay, hier ist auch nix. Hatte ich meine Harvester denn schon losgeschickt eigentlich? Ja, hatte ich. Stimmt, ja. So, weg damit. Dann gucken wir doch nochmal in dieses Gebäude hier rein. Hier ist auch manchmal was. Was ist das hier? Ich habe gerade dieses Geräusch gehört, als hätte mich jemand anvisiert, aber da war niemand. Das ist immer merkwürdig, finde ich. Was haben wir denn hier? Eine Axt noch. Komm, Circuit Board. Ah, ey. Okay, ein Haus haben wir noch. Oder eher gesagt zwei. Aber ich gehe erstmal hier rein. In bester Hoffnung, dass hier was Geiles droppt. Aber nix da. So eine Scheiße. Ne. Kacke. Okay, dann springe ich jetzt mal da hoch. Eine Etage höher. Was hat da ein Hunter? Das gefällt mir gar nicht. Weil die schießen immer so scharf, die Hunter. Das ist voll gemein. So, komm. Ich brauche doch hier jetzt Circuit Boards. Egal. Ich lasse jetzt mal Circuit Boards sein. Oh, 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 oh. Und renne einfach mal. Da ist meine Base drauf, muss ich mir merken, ne? Oh, ein Detonator. Da ist noch einer. Aber ich renne einfach mal. Und ich renne jetzt da hinten in die andere Stadt. Und werde mich da nochmal umschauen, ob da irgendwas Cooles vielleicht liegt. So, wie sieht's denn aus? Was ist denn hier um mich rum? Okay, nix mehr. Das ist doch persönlich total geil, oder? Ich finde das total geil. Also ich persönlich finde das total geil, dass jetzt hier nix mehr um mich rum los ist, so, nicht? Aber hier ist nix. Komm, hier könnte mal ein Häuschen sein, wo ein Circuit Board oder auch zwei spawnen, so. Wäre voll toll. Aber ich glaube wirklich, dass das ein Problem mit den Circuit Boards ist, dass die im Boden spawnen. Ich habe wirklich so dieses Gefühl. Weil das ist das Einzige, was ich so wirklich nicht oft finde. Den Rest, den findet man immer schon mal zwischendurch. Und dann schauen wir doch mal hier. Hat hier sich vielleicht einer schnell einen Laptop zusammengeschrubbt, hä? Nein, scheiße, nix. Okay, ab in die nächste Stadt. Da vorne ist es schon. Da war der Hunter. Ich wollte gerade sagen. Echt schade, dass man das Geschütz nicht abbauen kann. Boah, wieso hat denn da noch einer geschossen? Wer schießt denn hier so weit? Hier ist doch gar keiner. Naja, hab mich anscheinend noch im Target, der Gute, ne? So, was haben wir denn hier? Hier mal das Health-Ding. Brauche ich nicht. Hier liegt nichts drauf, hier liegt nichts drauf. Hier was drauf. Ein Buch, brauche ich auch nicht. Sind hier welche? Nein, okay. Also kann ich mich hier mal schnell umschauen. Ich hab gedacht, die Ampel wäre so ein Roboter. Was haben wir denn hier? Ist hier vielleicht so ein... Nee, schade. Nicht noch ein Generator drin. So, schrubben wir mal da hoch. Hallo? Geh doch. Höp. Da ist auch nichts. Da liegt auch nichts. Boah, das hat aber auch so wenig droppt hier, ne? Das ist wirklich schade. Das könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Also. Okay, ist ja Survival hier, ne? Ist super Survival. Extrem, Junge. Nur so noch so eine Knarre. Ne, das ist auch nichts. Dann gehen wir nochmal hier rein. Komm, jetzt hier ein Circuit Board. Nein, Geigerzähler. Munition. Ja, toll, ey. So. Nochmal Munition und eine Brieftasche, so wie das aussieht. Und sonst ist hier nichts. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich speichere jetzt hier, gehe jetzt raus und lade nochmal neu, ja? Weil ich habe jetzt keinen Bock, immer den ganzen Weg hin und her zu rennen. Wenn ich auch jetzt schnell neu laden kann, dann liegen da wieder Items, ne? Ist eigentlich ein ganz guter Trick, so. Außerdem sind da nicht unbedingt direkt Roboter in der Nähe, manchmal schon. Also ich habe, wo ich vorhin geladen habe, da war in der Stadt ziemlich viel los. Aber man hat meistens Glück eigentlich, muss man echt sagen.
Sotale, wenn der Gutze den hier mal laden würde, die Version 3003, das ist genau hier hinter mir. Da. Jetzt könnt ihr es sehen da unten, ne? So, komm, lad rein, das hört sich gut an. Was ist das denn? Ach, da lädt ihr alle Items sowas. Ah. Schade, dass ich die nicht alle hab. Hallo? Spackse dich mal zurecht hier. Na komm, na komm, na komm, spock die zurecht. Komm, du kannst es doch. Er hat wahrscheinlich die ganzen Items jetzt noch in der Hand gehabt und musste die alle berechnen. Das ist natürlich nicht so gut. Auch hier zwei Hackerknarren. Da haben sie jetzt ein Hackerpärchen umgebracht. Was ist denn hier? Ich würde so gern da drunter, ne? Muni. Hier droppt aber echt nichts Brauchbares in dieser Fickstadt, ey. Ätzend. Ah, hier, guck mal, hier kann ich noch rein. Habe ich vorhin gar nicht geguckt. Ist es etwa eine? Nö, ist es natürlich nicht. Da ist aber eins. Jawohl, ein Circuit Board. Jetzt brauche ich noch eins. Dann kann ich mir schon mal ein Geschütz bauen und das wird mich schon mal ruhig stellen. So, die Knarre nehme ich auch mal mit. So, aber ich will wieder mein Pad haben. Ich will ja sehen, ob hier irgendwas los ist. So, ne? So. Ist das hier? Noch eine Axt. Ah, guck mal, hier ist noch so ein Teil. Bam. Ich muss so weit kommen, dass ich beim Rennen immer noch regeneriere. Das wäre richtig awesome. Okay, dann werde ich jetzt von hier mal zurück in die Stadt rennen. Aber guck mal, ich verliere schon fast nichts mehr. Obwohl, ich guck mal eben noch hier. Ne, nur eine Knarre und noch eine Heckknarre. Nö, die brauche ich nicht. Okay, dann ab hier rüber. Da schaue ich direkt auch nochmal. Gucken, wie hoch ich jetzt springen kann hier. Wie schnell das lädt. Das lädt trotzdem arschlangsam. Ich glaube, ich muss das in den Skills mal umbelegen. Jetzt, wo ich viel erkunde. Ist hier was? Nö, okay. Der kann ja auch springen ruhig, der Kollege. Dem passiert ja nichts, ne? So, dann wieder ab nach Hause. Ich meine, der rennt schon hart schnell, ne? Wenn der da die Distanz mal eben in der Zeit hier rennt. Also, könnte ich auch so schnell rennen? Ja, vielleicht, obwohl. Ja, die sind gar nicht so weit auseinander einfach auch, ne? Und ich bin mal gespannt, wann das Spiel so weit entwickelt ist, dass man dieses Ding hier vernichten kann oder gewinnen kann oder was auch immer. Ich würde ja gerne mal die hier provozieren und mal gucken, was passiert, wenn ich die töte. Und ich speichere jetzt einfach mal und werde das mal ausprobieren. Gucken, wie schnell die mich jetzt niederzergen. Ach, können die mich nicht sehen von da? Anscheinend. Oh, habe ich keine Clips mehr für? Doch, ich wollte schon sagen. Weil vielleicht droppt da auch irgendwas Cooles, wenn man da dran kann. Aber man trifft halt auch überhaupt nichts, ne? Mit diesen Gewehren hier, also. Man kann auch fast genau drauf sein, man trifft trotzdem nichts. Vielleicht sollte ich lieber hier so. Ich probiere mal die Deagle aus. Mal gucken, ob die präzise schießt. Man sieht die so spät. Und jetzt ist bestimmt hier alles voller Viecher schon um mich rum, ne? Gucken wir mal eben. Okay, nischt. Hab ich hier noch? Ach so, was hab ich auch noch? Lad mal nach, du. So, ich will die jetzt alle töten hier. Das ist super, mega schwer, die zu treffen. Okay, war da aber gerade was? Ich habe doch da gerade irgendwas gehört. Oh. Da sind auch voll viele. Ich verpiss mich jetzt mal hier. Weil manchmal braucht das Ding so ein bisschen. Oh, um zu laden. Oh, das war arschknapp, ey. Arschknapp. Oh, scheiße, jetzt sind meine Harvester nicht unterwegs. Aber ich kann trotzdem hier schon mal die Gebäude durchsuchen. Warum hakelt das denn so? So, okay. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Komm, einen so einen scheiß Circuit brauche ich noch. Ne, ist keiner. Jetzt habe ich erst gedacht. Also, ist für einen kurzen Moment mein Herz stehen geblieben. Was ist hier drin? Nee. Auch nur Munition. Sind jetzt hier welche? Nein, okay. Da kann man nicht hin. Da kann man nicht drauf. Hier kann ich rein. Da schauen wir doch mal schnell. Komm, hier. Oh. Das war bestimmt ein Circuit Board, ey, was da im Boden liegt. So, nochmal ganz in Ruhe hier drauf gucken.
Hier durchsuchen, alles nix, nix, ey. Oh Mann, ein Circuit Board brauche ich doch nur. Komm, jetzt sei hier eins drin, bitte. Das wäre sowas von endnice von euch. Oh, ich habe schon gedacht, es wäre eins. Ist aber auch so frustrierend, weißt du? Dann sieht das so genauso aus, einfach. Oder fast genauso. Nix mehr, ey. So eine Scheiße. Erstmal hier rein, gucken wir mal die erste Etage da durch. Weißt du, die Bücher, die sehen immer aus wie die Money, wie die Circuit Boards. Und immer denkst du, du hast eins. Und dann kommst du ein bisschen näher und dann, ach nee, doch nicht. Voll ätzend, ey. So, springen wir mal hier rein. Das ist zwar dritte Etage. Gucken, ob hier überhaupt was spawnt. Ja. Okay, also in der dritten Etage spawnt auch noch was. Und das ist wieder ein Buch. Ätzend. Noch ein Buch. Weißt du, wie viele Bücher haben die denn hier? Was wollen die mit so vielen Büchern? Die hätten die mal lieber vorher lesen sollen. Dann wären nicht so weit gekommen wahrscheinlich, ey. So, okay, eine Etage tiefer. Liegt hier auch noch irgendwas Cooles? Schrotflinte. Muni, die kann ich gleich mal droppen da oben. Die ganze scheiß Muni, ey. Nichts, nichts. Und nichts. Ja, toll. Und jetzt hakelt das volle Lutsch. Ich weiß gar nicht, warum es so hakelt gerade. Ist ganz, ganz merkwürdig. So. Ich muss jetzt erstmal hier raus. Und jetzt muss ich irgendwie hier hochkommen. Oh, scheiße, jetzt habe ich losgelassen. Weil ist halt da vorne ein Detonator. Okay, mit dem kann ich noch umgehen. Selbst wenn er jetzt hier hinkommen sollte. Und er kommt hier hin. Und 2-3% reichen eigentlich, um da hochzuspringen. Ich hatte das mal ausprobiert. Sieht er mich? Ja, er kommt auf mich zu. Okay, dann springen wir mal hoch. Höpp! Oh, geschafft. Geil. Okay, dann kann ich jetzt hier meine Harvester mal aktivieren. Der soll mir Concrete holen, weil ich will Treppen bauen. Das aktivieren wir hier. Der soll auch Concrete holen. Return hier, sagen wir ihm natürlich auch noch. Return hier. Dann, der holt aber Eisenerz, weil ich will natürlich auch coole Blast Walls haben. Achso, Activate, Iron Ore, Return here. Weil ich will natürlich auch diese fetten Eisenwände haben hier um mich rum, damit ich mich so ein bisschen in Sicherheit fühle, ne? Okay, also ich werde jetzt ein bisschen warten bis zur nächsten Folge, bis ich hier... Wo kam er denn daher geflogen gerade? Kommen die aus den Gebäuden raus? Sind die da auch? Scheiße. Alter, ey. Heftig. Aber gut, die Folge fällt ein bisschen kürzer aus, weil ich jetzt noch ein bisschen Rohstoffe sammeln lasse, die Harvester. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann werde ich mich ein bisschen dem Basebau hier widmen, ne? Haut rein. Tschüss.